Guten Morgen. Mein Ohr ist jetzt richtig zu. Ich höre kaum was. Wir haben gestern versucht zu spülen. Da wurde es noch schlimmer. Also, es kam zwar was raus. Eklig, eklig, ja. Aber danach wurde es irgendwie schlimmer. Also nicht, dass es wehtut oder so. Es ist einfach nur zu. Also habe ich heute Morgen schon geschrieben zu meinem Ohrarzt oder zu meiner Ärztin und um einen Termin gebeten, einen dringenden. Gibt sie mir einen Termin vom 26.6., 27.6. Ich bin denke so, hallo? Was ist akut? Hallo, ich höre nichts. Sonst habe ich da nie so lange warten müssen auf einen Termin. Nie. Sonst war ich höchstens mal mit Wartezeit oder sonst irgendwas. Das sehe ich alles ein. Aber das ist jetzt am 27.06. Vorher habe ich gesagt, ab 15 Uhr. Was sagt sie? 14:10 Uhr. Naja, mal gucken. Mal gucken, ob da noch was bei rauskommt. Aber das ist ja. Ich muss sie irgendwie anders suchen. Weil das muss gemacht werden jetzt. Also ich will nicht bei dem Festival dann da mit dem Ohr, zu und Ohr rumlatschen müssen und schon auch noch nicht im Urlaub mit dem Ding rumlatschen müssen. Also, nein. Nicht, müssen wir nochmal selber ran. Aber oh, ich habe so Bammel, dass das dann wieder irgendwie wehtut, dass ich wieder Gehörgangsentzündung kriege oder so ein Schmuh. Muss ja nicht sein. Und dann habe ich richtig verkackt. Mist Timing, würde ich sagen. Gucken wir mal. Was die dann sagen, wenn ich da erst eine Antwort. Also ich habe jetzt schon geantwortet. Draußen mähen sie gerade. Aber ich höre echt gerade so gut wie nichts. Ne? Das ist. Oh. Es war sonst immer die letzten Tage immer, dass es morgens zu war und dann ging es dann im Laufe des Tages wieder, aber gestern war es die ganze Zeit zu. Und dann haben wir gesagt, abends gespült, dann war es richtig zu. Dann meinte Daniel, hör, das ist das Wasser. Ich so, nee, das ist nicht das Wasser. Es müsste ja schon längst weg sein mit dem Wasser. Ich konnte auch kaum einschlafen die Nacht. Das ist nach 23 Uhr eingeschlafen. Seit ich auch schon im Bett war. Etwas blöd. Etwas richtig blöd. Naja, gucken wir mal. Aber wir haben eventuell eine Steuerberatung gefunden. Mal gucken. Die haben jetzt nämlich das erste Mal, wo sie nicht gesagt haben, so, wir haben keine Kapazitäten mehr frei, sondern wir haben aber eine Anfrage angestellt. Wir müssen dann nochmal hinsetzen, wir müssen jetzt ein paar Daten hinschicken und sowas. Also Jahreseinkommen und so. Guck. Genau. Wozu auch immer die das jetzt wissen wollen, aber weil, ja. Da wollen wir wissen, ob sie Kapazitäten frei haben. Und dann halt, weiß ich nicht, ein Gespräch oder sowas. Aber. Ja gut, gucken wir mal. Machen wir dann? Wir wollten es gestern machen, aber da war mein Ohr halt einfach so blöd. Ich möchte das jetzt nicht machen. Dann lassen wir das dann spätestens für Freitag ansetzen und machen. Wobei er Freitag auch wieder spät nach Hause kommt. Morgen muss er nicht ins Lager. Das heißt, wir könnten es dann morgen nochmal, dass ich dann Freitag das fertig machen kann. Genau. Und den antworten kann. Wenn ihr jetzt auch lange braucht zum Antworten, so ist ja nicht. Aber es sind die einzigen. Ich habe jetzt auch letzte Woche Freitag habe ich auch noch mal einige angeschrieben. 5 Stück, genau. Und nee, warte mal, das waren doch die dabei, genau. Ich dachte gerade, das wären welche, die ich davor schon angeschrieben hatte, aber nee, die habe ich Freitag angeschrieben. Haben die richtig schnell geantwortet. Weil davor habe ich ja immer angeschrieben, die hätten noch lange nicht geantwortet. Also, und die anderen auch nicht. Ich habe auch jetzt nicht mehr nur in Berlin gesucht, weil man muss es nicht in der eigenen Stadt haben, habe ich jetzt gelernt. Sondern kann überall sein. Und man da gar nicht mehr hin muss. Ja, passt. Mal gucken. Gar nicht so einfach gerade. Gar nicht so einfach. Gut. Und der eine musste gestern immer neues Katzenfutter bestellen, also Trockenfutter, weil das andere immer noch nicht versendet wurde. Oh, sowas Blödes. Sowas nervt ja auch. Aber gut. Mal gucken, entweder kommt das andere auch noch an oder kriegt das Geld da wieder. Wer weiß das schon. Aber langsam wird es knapp hier. Es kommt morgen an. Für heute reicht es wohl noch, aber danach wird es echt eng. Wir haben noch eine Kiste Trockenfutter, falls jemand Trockenfutter braucht. Problem ist nur, dass die Jalo davon Durchfall bekommt. Hatten wir das Falsche geholt und sobald das einmal gefuttert hat, ist vorbei. Das wollen wir nicht nochmal. Das hatten wir jetzt zweimal, das reicht. das ist nicht schön. Von daher
gibt's das nicht. Habe ich erzählt, oder? Habe ich erzählt? Nee, ich habe es nicht erzählt. Ich habe es. Ja, ich habe es erzählt, aber nicht euch erzählt. So, genau. Ja. Okay, da werde ich weiterarbeiten. Okay. Die haben Urlaub. Es gäbe noch einen Termin am 17.05. um 9 Uhr mit bis zu 2 Stunden Wartezeit. Ich weiß nicht, mitten in der Arbeitszeit. Gut, wir versuchen es heute Abend nochmal, genau. Wenn es denn frei ist, dann reicht es erstmal. Ach je. Okay. Dann antworte ich heute Abend. Stelle ich mir das mal auf. Ups. Hä? Hallo? Auf, ich muss noch bearbeiten. Und dann antworte ich später. Gucken wir mal. Ich hab. Oh, das riecht toll. Fenster auf. Das riecht man durchs geschlossene Fenster schon durch? Oh, ich liebe gemähten Rasengeruch. Zumal es auch noch gerade regnet. Wie ist es denn nochmal? Feuchtes gemähtes Gras. Feuchter gemähter Rasen ist irgendwie noch schöner. So, ja, gut. Ich halte euch auf den Lauf. Aber jetzt gerade der Spinne auf dem Bein rum. Oh, ich bin wieder zu Hause. Die war zwar klein, aber ich mag keine Spinnen. Oh, ich schwitze genauso wie gestern, habe ich das Gefühl. Da bin ich nicht gejoggt heute. Es ist einfach nur warm draußen. Und habe ich heute wieder diese Penny-App, das Gewinnspieler, gemacht. Und hätte auch einen Monster Energy Drink gewonnen. Eine 0,5er. Habe ich dann genommen, habe erstmal die falsche Größe gegriffen. Super. Und dann hast du dann gemerkt, weil der Bock noch nicht funktioniert hatte. Gut. Das ist wahrscheinlich die falsche Größe, blablabla. Ich also nochmal rum, die richtige Größe genommen, ging es trotzdem nicht. Also so, ist egal. Dann sagt Penny halt, brauchst du nicht wirklich, lass es. Gebe nicht unnötig Geld aus. Wollte Daniel halt haben. Hat so gemeint, wenn ich das dann gewinnen sollte, dann kann ich es holen. Aber nope. Nope, nope, nope. Kein Energydrink. Und das lasse ich jetzt auch. Ist keine Lust, jedes Mal zu Penny zu rennen. Und aber ich habe mein Eis geholt von Eishenning. Da war es doch gerade schön leer. Da war nur eine Person vor mir, die war schon fast fertig. Und ich habe mir letztes Mal Kehrte gegönnt. Jawohl. Und schon wieder teurer geworden. Ne? Letztes Mal, als da war, das ist noch nicht lange her, letzten Monat, da kostete der kleinste Becher 1,60. Ist ja eher gestrichen voll, ist ja keine Kugel, ist ja halt so ein kleiner Mini-Becher, der aber gestrichen voll ist. 1,60. Die Jahre davor war es, also was heißt die Jahre davor, ich bin, als Corona war, so richtig war, ist immer noch, aber ne, wo halt nichts ging. Und ja, da habe ich gar kein Eis da geholt. Davor aber, also vor dem Corona-Geding, genau so könnte man es nennen, kostete es 1,50. Jetzt kostet es 1,70. Was ist da los? Achso, ich habe das Wechselgeld noch in der Hosentasche. Da, 30 Cent. Oh Gott, mir ist warm. Ich muss jetzt meine Jeans noch ausziehen und meine Leggings wieder anziehen. Ja. Krabbelt schon wieder irgendwo, aber nein, das ist nur mein Schweiß. Oh Gott. Ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Also ich mag es, wenn es warm ist, aber das ist, wenn man nach Hause kommt, erstmal so trief. Das ist eklig. Das ist der eklige Moment. Aber ansonsten lieber schwitzen als frieren, sag ich immer wieder. Okay, dann werde ich mal. Ich habe schon wieder wahnsinnige Kopfschmerzen. Vielleicht ist ja, dass ich nichts gegessen habe. Also Frühstück ja, aber Mittagessen noch nicht. Aber fürs Schnibbeln, für Ofengemüse habe ich jetzt keinen Kopf. Ich koche mir erst Nudeln und mache das Pesto. Probiere ich mal. Und dann wird die hoffentlich das Gemüse bis morgen auch noch halten, ne? Hoffentlich. Wäre schön. Ja. Ich schneide gerade den Vlog, beziehungsweise auch schon angefangen. Aber ja.
die Infobox, nicht Infokarte, Infobox für die Neuigkeiten muss ich auch noch füllen. Aber alles ein bisschen später wahrscheinlich. Ich muss jetzt mal klarkommen. So, Kopfschmerzen ein bisschen gebannt. Ist nur noch ein leichter Druck da. Aber es ging auch vor dem Essen ging es schon ein bisschen besser. Kurzzeitig. Ich habe hier Mist gebaut. Guck mal. Ich habe dann Fleck gehabt und habe den mit so Fleckenzeug. Das ist übrigens kein Rotzwanne, das war zum Putzen von meinem Handy. Und dann habe ich so ein Fleckenzeug drauf gemacht und das hat das die Farbe rausgezeugt. Das sieht da ein bisschen doof aus. Egal. Ja, also vor dem Essen war es auch schon ein bisschen besser, aber danach wieder schlechter und auch keine Ahnung. Aber ich kann sagen, das Thunfischpesto von Kaufland schmeckt auch sehr, sehr lecker. Das Heimler ist jetzt leer. Ich mache da immer schön viel drauf, weil ich brauche Soße. Von wegen Pesto braucht man bloß ein bisschen. Nein, ich brauche da viel. Ich brauche immer viel Soße. Und wenn es auch noch schmeckt, dann sowieso. Und das heißt, ich habe dann für höchstwahrscheinlich übermorgen noch ein Pesto. Wir haben auch noch eine Lasagne da, die eigentlich bis Freitag haltbar ist. Aber da wölbt sich schon der Deckel und da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich kenne meine Lasagne, da saß er ja schon. Da muss ich da nachher mal fragen, wie es damit aussieht. Geht das noch? Geht das nicht mehr? Wenn nicht, kann ich mir auch dann am Wochenende irgendwie nochmal Nudeln mit Pesto machen. Ist alles so schlimm. Und dann habe ich auch noch mein Ofengemüse. Ja, Lektorat ging heute nur so ein bisschen. Ich habe 2 Seiten geschafft, mehr nicht. Aber immerhin ein bisschen, weil ich hatte ja, wie gesagt, Kopfschmerzen und alles. Und ich will auch eigentlich die Patreon-Szene für heute, also nicht für heute, für die Woche schreiben, die ich dann freitags, also ich werde versuchen, das über freitags das hochzuladen, weil ich ja donnerstags im Büro bin und das ist ja nicht so ganz, ich habe es vorher fertig oder sowas, ja, aber ich glaube, freitags ist ganz gut. Aber ich schaff's nicht, ich krieg's nicht gebacken. Ich habe vorhin auch noch endlich den Textauftrag nicht mehr angefangen zu schreiben. Ich liege auch schon ewig rum. Es ist irgendwie gerade so ein bisschen. Aber Hauptsache, ich habe die Woche einen Plot Bunny gehabt für eine Kursgeschichte. Alles gut. Reden wir nicht drüber. Ja. So ist. Ah, okay. Was rauscht denn da so? Der Wind oder Lüfter? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist der Lüfter. Wenn man nur auf einem Ohr hört, dann ist alles ein bisschen. Sind die Geräusche seltsam? Ich hoffe, wir kriegen es nachher hin. Da ist auf dem Weg zum Lager, Vermietung und so. Kriegt er heute was wieder oder vermietet er heute was? Er kriegt halt was wieder, ne? Ich glaube ja. Müsste. Und für dieses Wochenende, wo alle Micky und Minnie haben. Er hat, glaube ich, 4 Anfragen gehabt für Micky und Minnie. Echt heftig. So viel hat er gar nicht. Er hat zwar jetzt schon, es hat 3-mal Minimaus, kann er vermieten. Aber mir auch nicht. Und nur 2-mal Micky, wenn ich mich jetzt, ja doch. 2 Micky. Und irgendwie Micky Maus, Minimaus, Mini-Micky, Wochenende. Ganz seltsam. Und es kommt noch ein Minion her. Er kann es einfach nicht lassen, ne? Er muss immer Kostüme kaufen. Wann der Pilz herkommt, wissen wir immer noch nicht. Also die Verkäuferin hat auf jeden Fall den Versandkosten wieder bekommen, weil es an DHL lag und nicht an ihr. Von daher ist das schon mal gesichert. Und ja. Muss er sich gleich einmal darum kümmern, dass das nochmal hergeschickt wird. Weil, wenn sie im September herkommt für ein Konzert, kann das ja, dass abgesagt wird. Im September weiß man ja nicht, wie Corona-Geding sie da rumtanzt. Ja, wobei September geht vielleicht noch. Da haben wir ja auch die Buchmesse jetzt. Letztes Mal war es ja so im November, wo es extrem schlimmer wurde. Mal gucken. Aber September ist halt eigentlich auch so spät, weil er schon, ja, September müsste das eigentlich vermieten. Ist ja Herbst. Okay. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich heute noch melden werde. Oh Gott, das will. Ich werde jetzt weiterlesen. Ich habe gerade nur pausiert, um den Kasten was zu essen zu geben, weil ich wieder am Tamtam war. Jetzt liegt mir noch super friedlich neben mir. Es gibt dazu ein Bild in meiner Instagram-Story heute. Ich dachte, ich poste mal wieder was. Weil ich nachher auch noch einen Post machen werde. Endlich. Das Bild ist schon fertig. Ich muss nur noch den Text dann schreiben und schön ist. Ja, ich dachte, ich poste wieder aus meiner Story, was ich gerade so lese. Trigger nämlich. Und lag sie friedlich da. Und was ist's?
Diablo zappelt hier rum. Und sie springt auf. Also so, ne, dann ging das Kick. Oh, Sonne. Hi. Guten Tag. Ging die Zickerei wieder los. Ist auch wieder gut. Er hat Hunger. Kann ich auch verstehen. Irgendwann hat man Hunger. So. Und dann, das Desaster kommt ja noch, ne? Na, Moni, ich geh nur vorbei. So, ist hier alles okay bei euch? Hallo? Was ist denn mit der Kamera los? So, hier ist alles schnicki. Okay. Daniel hat mir eine Uhr gekauft für mein Handy. Weil die Fitbit lässt sich ja nicht mit dem, mit der einen App verbinden, mit der Huawei Health. Ja. Ich muss mal hier ganz kurz ein Lesezeichen reinpacken, weil. So. Ja. Lässt sich ja damit nicht verbinden. Und überhaupt und keine Ahnung was. Und da ja diese Huawei Health ziemlich nett ist, ist von der App her jetzt. Habe ich mir schon überlegt, ob ich mir so eine, ja, so eine 18-Euro-Uhr einfach nur kaufe, die einfach die Schritte zählt und alles so ein bisschen misst, wo halt kein Smartwatch oder sonst was drauf ist, brauche ich halt einfach nicht, weil ich da auch nicht am Sonntag oder so Nachrichten bekommen möchte. Sonntag ist handyfreie Zone. Genau. Hat er gesagt, nein, nicht so ein ganz billiges Ding, wir holen was Besseres. Hat er in Warehouse eine Uhr gefunden, frag ich bitte nicht welches Modell, ich habe keine Ahnung, und die gekauft und die kam heute an. Alles, was ankam, war das Ladekabel. Was ja schon mal nett ist, ist überhaupt gar nicht. Was ist das denn? Steckt man nicht irgendwo rein, das ist einfach so magnetisch unten dran, dann geht es unten an der Uhr ran. Und das. Das heißt, da wollte einfach jemand ein Armband für lau haben und hat die Uhr gekauft und wird zurückgeschickt, aber ohne das Armband. Wie dreist ist das bitte? Ich meine, das hat jetzt 30 Euro gekostet, ne? Normalerweise kostet die 45, oder meinte er wohl? 45 oder so, meinte er wohl. Ei, reden. Ja, aber da hat sich doch echt jemand einfach nur das Armband geklaut. Und zurückgeschickt. Also ich meine, wow, dreist. Richtig dreist. Würde ich mir nicht mal trauen, weil ich, gut, Amazon guckt wahrscheinlich auch nie nach. Die prüfen irgendwie gar nichts, keine Ahnung, habe ich so das Gefühl manchmal, aber das ist schon richtig heftig. Und jetzt, ich habe mich so gefreut, normalerweise mache ich da das Paket ja nie auf, das wisst ihr auch. Aber ich wusste halt, dass es diese Uhr ist. Mehr ist nicht drin gewesen in diesem Karton. Und deswegen habe ich es aufgemacht und dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Ja, jetzt müssen wir gucken, ob wir was anderes finden oder so. Aber dadurch, dass ja mein Gesundheitsdings, weil das wäre ja auch Gesundheit, ja, das wäre nicht Technik, das wäre tatsächlich Gesundheit, weil es gehört ja zur Gesundheit. Und ich habe meine Fitbit wieder gefunden, die hätte ich ja auch irgendwie verlegt, aber ich habe den falschen Schubkasten geguckt. Ja, da ja da ganz viel Geld drauf ist, kann man vielleicht auch mal was anderes holen. Mal gucken, solange mein Handy noch existiert, denn wenn das nicht mehr mitspielt, das Handy, werde ich mir dann wieder in Samsung holen. Dann spiele ich ihn von vorne los. Die Samsung Health habe ich auch schon drauf. Da habe ich ja gestern, ne, mit den drei beiden Apps und mit dem anderen komischen, wo ich nie weiß, wie es heißt, zusammen rumgehantiert. Ach nee, ey. Ich sag's euch. Ach. Aber dann brauche ich halt dazu wieder was. Aber gut. Das ist noch hoffentlich lange hin. Ich hatte ja mein Handy zum Glück nicht geschrottet. Das eine Mal dachte. Jo. So ist. Okay. Ja, mehr ist gerade nicht. Wollte ich nur berichtet haben, wie dreist manche Menschen auch sind. Ne? Also ganz ehrlich. Ich habe mich so gefreut, dass ja, er muss sich nicht mehr das Handy mitnehmen, dann steht er die Schritte wunderbar. Oder auch nicht. Wieder warten. Mano. Bösartig. So kriege ich nie ein perfektes Kleeblatt hin. Weil bei diesem Huawei Health, ich finde dieses Wort so blöd, aber egal, merkt man vielleicht, wenn ich Worte blöd finde, dann spreche ich sie komisch aus. Das ist ganz automatisch. Da ist es nämlich so, dass man sich so einen Plan erstellen kann und ich habe einen Spannungsplan genommen und da muss man 6000 Schritte schaffen und halt ein paar andere Dinge noch machen. Dann hat man eine Atemübung bei jeden Tag und sowas alles. Finde ich ganz nett. Aber ist halt blöd, wenn man zu den Schritten immer das Handy dabei haben muss. Ich renne da nicht mit dem Handy in der Wohnung rum, zum Beispiel. 6000 klappt wahrscheinlich auch noch, wie im Homeoffice. Ich habe gestern durch das
Joggen habe ich ein bisschen mehr gehabt und habe dann die restlichen 500 Schritte nicht mal ganz hier zu Hause nochmal ja, auf der Stelle laufen, Trainingsgedingen sie gemacht, damit es irgendwie funktioniert. Was ist denn hier los? Da postet man wieder was auf in der Story und dann Herzchen, Herzchen, Herzchen. Jo, okay, das werde ich weiterlesen. Trigger wartet auf mich, das ist gerade eine sehr interessante Stelle. Mhm. Von daher, Kaffee ist auch noch da, natürlich wieder kalt, logischerweise. Ich habe zwischendurch auch geschlafen, weil ich so Kopfschmerzen hatte und nichts mehr ging. Ich dachte, jetzt lege ich mich hier und schlafe ein bisschen, hat funktioniert. Dann sind die Kopfschmerzen fast weg, aber sind halt immer noch ein bisschen präsent. Und es kann auch von dem Ohr kommen. Ich habe auch vorhin gedacht, ich hätte auch Migräne oder sonst wie, also es ist alles ein bisschen... Ich hasse es. Daniel meint immer, ich habe immer irgendwas. Ja, ich rufe es ja nicht aus. Ich würde auch gerne mal einfach nichts haben wollen. So einen Monat lang überhaupt gar keine irgendwas. Einfach nur kerngesund sein. Und irgendwelche Kreislauf, sonst was, komischen Sachen, brauche ich alles nicht. Möchte ich gar nicht haben. Naja. So ist, wie es ist. Und jetzt wird gelesen. Ich bin mittlerweile bettfertig gemacht. Wir haben dann mal gespült. Aber nichts zu machen. Das heißt, ich muss Dienstag hin. Wenn ich morgen früh eine E-Mail schreibe und sage, ich nehme den Termin wahr. Ganz toll. So, ich bin jetzt schon fertig. Ich muss nur mein Glas rausbringen, die Kamera wegpacken und dann ab in die Falle. Es ist 10 vor 10. Ich habe auch noch ein bisschen gelesen. Den Trigger. Bin auch schon gut weit gekommen. Also noch ein Schluckchen da hinten. Ich hoffe, dass ich es bis zum Wochenende durch habe. Gucken. Dann mal. Gute Nacht.